Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part mit dem Magier. Und da haben wir die kleine Maus. Es ist gefährlich, einfach so im Freien zu sein. Allerdings bringt es ihm nichts, auch nicht viel, sich zu verstecken. Dann können wir mit dem noch ein bisschen reden. Warum sollen wir für die Läuterung gegen einen Geist oder Dämon antreten? Weil sie sadistische Bastarde sind, darum. Und damit meine ich nicht die Dämonen. Jeder muss sich der Läuterung unterziehen, weil ja immerhin eine geringe Möglichkeit besteht, dass ein Magier eventuell besessen wird und sich in eine Abscheulichkeit verwandelt. Man wird der Gnade eines Dämons ausgeliefert, wenn man am schwächsten ist. Um der Sicherheit aller willen. Na toll. Magier können nicht die einzigen sein, bei denen das Risiko besteht, dass sie besessen werden. Das sind sie nicht, aber Macht erregt Aufmerksamkeit. Vielleicht liegt es daran, dass sie das Nichts wach betreten. Das ist kein sanfter Vorgang. Ich weiß es wirklich nicht. Magie ist böse, also seid ihr es auch. Sie werden sich niemals ändern. Oh je. Der Zirkel ist ein Gefängnis. Ihr habt die Wahl, ihm beizutreten oder die unterschiedlichsten körperlichen oder geistigen Tode zu sterben. Vergesst das nicht. Ja, das ist ja blöd. Okay. Was wollen wir noch wissen? Mehr über dieses Wesen, dem ich mich stellen muss. Ja, das wäre doch mal schön. Es gibt viele Wesen im Nichts. Manche bestehen aus nichts als Feuer und Zorn. Andere nicht. Wo finde ich den Dämon? Wir sind bereits an dem Ort vorbeigekommen, an dem ich ihn zuletzt gesehen habe. Vielleicht kommt er später wieder dorthin zurück, falls er euch nicht vorher findet. Okay, wie kann man verhindern, dass der Dämon Besitz von einem ergreift? Ich glaube, man bekämpft ihn und löscht ihn aus. Macht euch Folgendes bewusst. Hier ist alles eine Frage des Willens, richtig? Ich bin nicht wirklich eine Maus und ihr steht hier nicht wirklich in diesem Körper vor mir. Wenn ihr das Wesen bekämpft, widersteht ihr ihm. Sollte es gewinnen, besiegt es euch und ergreift von euch Besitz. Es wird nicht gewinnen, glaubt mir. Ach, nun, schön für euch. Dann müsst ihr euch ja keine Gedanken machen. Das stimmt wohl. Habt ihr schon einmal gesehen, dass jemand einen Dämon besiegt hat? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal jemand anderen gesehen habe. Ich glaube, dass es vorher schon andere wie euch gab. Aber wann? Ich glaube nicht, dass jeder, der sich der Läuterung unterzieht, hierher kommt, in diesem Ort, im Nichts. Vielleicht aber doch. Und ich habe es nur vergessen. Der Arme. Lasst uns weitergehen. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Nun gut. Dann suchen wir mal ein wenig weiter. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Das Wesen kann überall sein, aber dort wird es sich manifestieren. So, da haben wir eine Lyrium-Ader. Lyrium. Das ist zum Beispiel ein Codex-Eintrag, den lese ich euch vor. Und zwar mehr als die Hälfte seines Wohlstands verdankt Orsama einer einzigen äußerst seltenen Substanz, Lyrium. Die Kirche glaubt, dass es sich dabei um das Wasser des Nichts handelt, das im Lobgesang der Totenklage erwähnt wird, um den Urstoff der Schöpfung, aus dem der Erbauer die Welt geformt hat. Nur eine Handvoll Familien der Minenkaste wagt es, das Erz abzubauen. Sie finden die Adern im Stein buchstäblich nach Gehör, denn in purer Form sinkt das Lyrium und der Empfindsame kann es sogar durch Felsgestein hören. Obwohl Zwerge eine natürliche Immunität besitzen, ist pures Lyrium so gefährlich, dass nur die erfahrensten Minenarbeiter damit umgehen können. Selbst bei Zwergen kann die unbearbeitete Substanz Taubheit und Gedächtnisverlust hervorrufen. Bei Menschen und Elfen führt Kontakt mit Lyriumerz zu Übelkeit, Blasenbildung auf der Haut und Wahnsinn. Magier können sich unbearbeitetem Lyrium nicht einmal nähern. Es würde unweigerlich zum Tode führen. Trotz der Gefahren ist Lyrium das weitaus wertvollste Mineral von allen. Im Reich von T-Winter lag sein Preis sogar schon über dem von Diamanten. Die Zwerge verkauften nur einen Bruchteil des bearbeiteten Minerals an die Oberfläche. Das meiste geben sie ihren eigenen Schmieden, die daraus die berühmten Zwergenwaffen und Rüstungen herstellen. Das an die Oberfläche verkaufte Lyrium geht ausnahmslos an die Kirche, die die weitere Vergabe streng kontrolliert, und zwar an die Templer, die es bei der Verfolgung auf und dem Kampf gegen Malefizare, ich glaube, das klingt besser, einsetzen, und an den Zirkel. Malefizer oder Malefizare sind abtrünnige Magier.
In den Händen des Tirgits entfaltete Lyrium sein gesamtes Potenzial. Die Handwerker der Formari stellen daraus zahlreiche nützliche Gegenstände her, von magisch gehärtetem Stein für Bauarbeiten bis zu legendären Silberrüstungen von König Kallenhardt. In Flüssigkeit gelöst und getrunken ermöglicht Lyrium das Betreten des Nichts bei vollem Bewusstsein, während alle anderen nur träumend dorthin gelangen. Derartige Tränke sind auch geeignet, besonders anspruchsvolle Zauber zu unterstützen, da sie einem Magier kurzzeitig eine weitaus größere Macht verleihen. Lyrium hat jedoch auch Schattenseiten. Zu häufiges Benutzen führt zur Sucht, bis das Verlangen danach unerträglich wird. Templer haben dadurch schon jede Orientierung verloren, konnten Erinnerungen und Gegenwart nicht mehr unterscheiden, genauso wenig wie Traum- und Wachzustand. Sie leiden häufig an Verfolgungswahn, denn ihre schlimmsten Erinnerungen und Albträume verfolgen sie auch, wenn sie wach sind. Von Magiern wird berichtet, dass es außerdem zu körperlichen Veränderungen gekommen ist. Die Magisterlords des Reichs von Tevinter wurden nach Jahren des Lyriumkonsums nicht einmal von ihrem eigenen Volk mehr erkannt. Sie waren kaum mehr menschlich. Gut. Und dann geht es mal weiter hier. Es war jetzt eine längere Geschichte, aber über Lyrium sollte man Bescheid wissen. Das ist ein fester Bestandteil des gesamten Spiels. Später können wir nämlich auch Lyrium-Tränke herstellen, als Beispiel, die uns dann als quasi Mana-Tränke dienen. Na, scheiß Ding. Haben wir nicht eigentlich irgendwie einen Stab oder so, aber das gerade vielleicht nicht, aber... Wir haben ja noch die Ringe, die habe ich ganz vergessen. Diese Kugeln stellen wieder Gesundheit her. Die sollte ich mir durchaus mal da reinziehen. So, zack, gib ihm. Einmal und dann noch einmal. Komm, bleib stehen. Zack. Flammenschlag. Haben wir wirklich gut gemacht. So, Ade mit dir. Und da sehen wir Heldenmut. In dieser Richtung ist ein weiterer Geist. Ich fand immer, dass er seinem Namen nicht gerecht wird. Haben Sie also wieder einen Sterblichen ins Feuer geworfen? Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet einem Dämon zu stellen. Geeigneter, wir sind doch keine Krieger. Aber sie lassen euch gegen einen Dämon kämpfen. Ob mit Magie oder Waffen, um zu siegen, müsst ihr ein Krieger werden. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Was für ein Geist seid ihr? Ich bin Heldenmut, ein Kriegergeist. Ich verbessere meine Waffen auf der Suche nach der perfekten Ausdrucksform des Kampfes. Was wisst ihr noch über die Läuterung? Heißt so eure Prüfung? Ich weiß nur wenig über euch Sterbliche. Aber ich weiß, dass ein Dämon gerufen wurde, der hier ein Maler wartet. Er wird und kann nicht weggehen, bevor einer von euch beiden tot ist. Habt ihr all diese Waffen geschaffen? Sie gewinnen durch meinen Willen Gestalt. Ich weiß, dass in eurer Welt nur Magier Dinge durch Willenskraft erschaffen können. Das Leben der Sterblichen, die das nicht können, muss hohl und leer sein. Würde eine dieser Waffen auch bei dem Dämon Schaden anrichten? Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine, wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet. Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Willenskraft, ihr wollt mich wohl lieber selbst töten. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt.
Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Ich bin ein Krieger. Ihr fordert also hilflos Sterbliche zum Duell heraus? Oder dann beweist es, helft mir beim Kampf gegen den Dämon. Ihr seid unverschämt, aber ohne Frage sehr willensstark. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr stark genug seid, dem Dämon zu widerstehen. Der Stab ist euer. Geht und beweist euch wie vorgeschrieben. Ihr werdet bestimmt erfolgreich sein. Vielen Dank. Heldenmut Stab. Direkt einmal anlegen. Dann haben wir noch eine Waffe zum Schießen und dann geht es weiter im Kreise hinein. Mal sehen, wann wir endlich unserem Gegner gegenübertreten werden. Wir haben einen Seelenwolf. Machen wir mal platt. Dann kommt der nächste. Dann hauen wir da direkt mal die Flammenwelle drauf. Ah, Mist, hat ihn leider nicht mehr getroffen. Gib ihm, komm schon. Zack, zack, zack. Und Seelenwolf, Adi. Und da haben wir noch einen hinter uns. Zack, weg damit. Geschafft. Dann lassen wir uns mal gerade noch hoch regenerieren. Und wollen da vorne mal sehen. Vorsichtig, hier ist ein weiterer Geist. Nicht derjenige, der euch jagt, aber dennoch. Okay. Ich gebe acht. Dämon der Trägheit. Ihr seid also der Sterbliche, der gejagt wird. Und der Kleine da? Ist das ein Appetithappen für mich? Nein! Heute gibt es keine Häppchen! Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Euch helfen? Euch kann gar nichts helfen. Nett. Hinfort! Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen, Sterblicher. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Warum nennt man euch Trägheit? Was seid ihr? Ich bin ein Geist der Trägheit. Ein Wesen des Nichts. Nicht so wie ihr. Sterbliche sind hier lediglich Besucher. Dennoch erfüllt ihr euren Zweck. Wirklich lästig sind nur so Sterbliche wie ihr. Sprecht ihr über Träumer? Viele Sterbliche träumen. Sie kommen oft hierher. Aber ihr gehört nicht zu ihnen. Euch ist alles bewusst. Ihr habt Macht und Willenskraft. Manche Geister sind auf sowas ganz versessen. Ich würde so etwas auch mal gerne essen. Die Welt der Sterblichen durch eure Augen sehen. In eurer Form leben. Das wäre sicher interessant. Aber der Weg dahin ist mir viel zu mühsam. Ihr seid also ein Dämon. So nennt ihr Sterblichen das wohl. Aber nicht alle Dämonen sind Dämonen. Sorgen müsst ihr euch um den, der euch jagt. Ich brauche Hilfe, um den Dämon zu besiegen. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, so wie er zu werden. Wie ich? Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen Form, um das zu lernen. Aber ihr, Kleiner, werd sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und
Ich könnte mich nur schlecht verstecken. Verstecken löst keine Probleme. Wir müssen unsere Ängsten stellen. Ihr habt recht. Der Dämon verzehrt mich immer noch. Und ich verliere mich, Stück für Stück. Es gibt für mich keinen Weg hinaus. Verstecken verzögert das alles nur. Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Los, geht jetzt. Aber ihr sagtet... Ihr könnt nicht einfach etwas vorschlagen, dann einen Rückzieher machen. Nicht? Ihr müsst noch viel über das Nichts lernen, kleiner Sterblicher. Maus will es lernen, bringt es ihm bei. Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe. Oh, verdammt. Für euren Freund. Wenn ihr 3 Rätsel löst, dann bringe ich es euch bei. Wenn nicht, fresse ich euch beide. Eure Entscheidung. Dann